Hallo Freunde und willkommen zurück zu EverQuest 2. Wir sind dabei, die kisolianischen Quests zu erledigen. Wir haben derer noch zwei Stück zu erledigen. Bei der einen Zahlung bei Lieferung sollen wir einfach nur nach Zurinna zurückkehren. Und bei der anderen, da waren wir eben bei den Bauern hier in Antonika. Da sollen wir jetzt zurück zu den Blutsäbeln und was herausfinden. Die sind im Tief drunten, da waren wir schon mal und da gehen wir jetzt am besten einfach nochmal hin. Ja, ihr seht auch hier, ich bin gerade angeschrieben worden von dem Herrn Florus Killer. Der hatte mich wiedererkannt aus den Videos. Ich sollte ihn mal grüßen, das kann ich gerne machen. Einen Gruß an dich. Und Arcturus, ja, der ist in meiner Gilde. Gut, aber ja, ich würde sagen, wir steigen nochmal um. Dann nehmen wir jetzt am besten, was haben wir denn da aktiv? Der Raptor, glaube ich, ne? Ne, den Windkommodo. Okay, mit dem können wir das natürlich auch machen. Wir fliegen jetzt mehr oder weniger zurück nach Kenos. Nordkenos, weil von Nordkenos aus geht's zum Tief drunten. Und das werden wir als erstes erledigen, bevor wir zu Rinna zurückkehren. Da will ich nochmal gucken, was da bei den Blutsäbeln gibt. Vielleicht geht es ja relativ schnell und vielleicht müssen wir danach sowieso wieder zur Baubelaue. Von daher würde es dann ganz gut passen. Okay, da vorne ist Nordkenos. Sieht man immer an diesem schönen Türmchen hier vorne. So, noch ein letzter Sprung und dann müssen wir direkt vor der Tür landen. So. Hallo? Ich möchte da rein. Okay, so geht's. Jetzt müssen wir, glaube ich, ein Stückchen weiter nach links in den Norden. Beziehungsweise von uns aus gesehen Norden. Und da ist dann der Eingang zum Tief drunten und da müsste es auch direkt schon sein. So, aber ich glaube, wir steigen mal ab hier, weil der dackelt mir dann doch etwas zu viel rum. So, da vorne müsste es sein. Wir können mal gerade auf die Karte schauen. The Down Below, so ist es auf der Karte ausgezeichnet. Eingezeichnet, verzeichnet, wie auch immer. Das ist die Stelle, wo es runter zum Tief drunten geht. Müsste jetzt hier irgendwo sein. Entschuldigung, ich habe schon wieder so ein leichtes Kratzen im Hals. Ich habe heute jede Menge aufgenommen, vielleicht liegt es daran. Hier geht es zum Tief drunten. Und dann schauen wir mal, ob wir da auch gleich die gesuchte Stelle finden. So. Ach, guck mal. Der Gonzo ist auch wieder mit von der Partie. Quark, sagt er. Hallo, Gonzo. Komm, wir ziehen den gerade mal. Er braucht ja Anstand, der Kerl. So, jetzt schauen wir mal auf die Karte. Vielleicht ist es hier eingezeichnet, wo wir hin müssen. Da vorne sind wir, aber hier ist nichts eingezeichnet. Zumindest sehe ich nichts. Also mal auf gut Glück hier durchgehen. Zu den Blutsäbeln. So. Das sind keine Blutsäbel. Die Blutsäbel sind so Ratonkas. Die waren da vorne irgendwo, glaube ich. Ich bin mir natürlich nicht mehr sicher. Da sind Blutsäbel. Das sind aber nicht die. Also ich weiß nicht so ganz, was wir hier tun müssen. Findet heraus, wo sich die Blutsäbel im Tief drunten versammeln. Ja, ich habe keine Ahnung, wo sie sich versammeln. Hier wahrscheinlich eher nicht. Wahrscheinlich müssen wir einfach nur den Ort entdecken. Aber da war doch irgendwo so ein großer Ort, wo ganz viele Blutsäbel waren. Das ist es natürlich nicht hier. Wir müssen nochmal zurückgehen. Vielleicht da oben. Schauen wir gleich mal. So, hier nochmal zurück. So, und jetzt nach links. Nee, hier nach links. Ah ja. So, sucht nach etwas, das im Blutsäbelgebiet verborgen ist. So, was ist denn hier verborgen? Ich habe keine Ahnung, nach was ich suchen muss. Ist ja auch nichts, was mir irgendwie anklicken könnte oder so. Sucht nach etwas, was im Blutsäbelgebiet verborgen ist. Ein seltsamer Eingang. Gruft des Verrats, scheußliche Zeremonie. Ich weiß jetzt nicht, ob das Richtige ist. Aber wir schauen einfach mal nach. Gleich nachdem Sony die Surfer hochgefahren hat. Denn ihr seht da unten rechts, wartet auf Zonensurfer. Ah, jetzt geht's weiter.
Ah, ja. Setzt die Urkunde dieser Gruft fort, in der es von Blutsäbeln wimmelt. Oh, wir sind in einer Instanz. Wir sehen das schon, da die Gegner auf unserem Level sind, also leicht unter unserem Level, die sind blau. Okay, dann fange ich mal an, hier die Platz zu machen, ne? So, der erste ist hin. Das sind aber noch mehr. Das sind 1, 2, 3. Drei Stück an der Zahl sind hier. Und ich habe keine Ahnung, wo wir hin müssen. Das ist ja das Allerbeste hier. Wir können doch auch mal eins versuchen. Wir können uns diese ganzen Kämpfe sparen, wenn ich mich unsichtbar machen kann. Aber es nutzt nichts. Sie sehen uns trotzdem. Ach, das habt ihr wieder toll gemacht, Sony. Ich frage mich, warum ich mich immer unsichtbar machen kann, wenn uns die Gegner trotzdem sehen. Ich finde, dass sich die Programmierer das teilweise zu einfach machen, indem sie verschiedene Features einbauen, wie zum Beispiel Unsichtbarkeit. Und weil sie dann mit der Spielmechanik nicht mehr zurechtkommen, dann machen sie es so, dass man teilweise einen die Gegner trotzdem sehen können. Dann solltet ihr euch mal was Besseres einfallen lassen, meine lieben Entwickler. Ich finde das scheiße von euch. So, killen wir ihn jetzt erstmal hier. So, nächster bitte. Nur noch einer, glaube ich. Boah, der mich jetzt erschreckt, Gonzo, du alter Penner. Sitzt er hier im Regal? Das ist ja unglaublich. Komm noch mal. Der nächste. Der noch. Wäre leer. Da war doch eben eine Sprechblase. Hätte ich den anreden können, oder was? Keine Ahnung. So, wir gehen aber einfach mal weiter hier. Ach, die sehen uns ja alle. Warum sind die so hoch im Level? Level 61 eh. Das ist wirklich eine Instanz geworden. In der es von Blutsäbeln wimmelt. Also ich sehe hier momentan überhaupt keine Blutsäbel. Ich weiß gar nicht, ob wir hier richtig sind. Oder müssen wir hier gar nicht durch? Ich weiß es nicht. Verdammt. Hätte ich mich doch vorher mal im Internet erkundigt, wie das Ganze hier funktioniert. Dann wäre es jetzt ein bisschen einfacher. Ach du Scheiße, das sind tatsächlich Blutsäbel. Verdammt. Verdammt, verdammt. Jetzt machen wir erstmal den Schreier hier weg. Der steht da nämlich im Weg rum. Ach. Na super, angreifen tut er mich. Aber anklicken kann ich nicht, den Penner. Komm, ich renne mal zurück. Vielleicht kommt er wieder raus. Ah ja, okay. So, der ist hin. Ach, die Sprechblase kommt vom Gonzo, dem alten Säckel hier. Der stört mich ein bisschen. Ich glaube, ich muss den mal wegkicken jetzt hier. Es tut mir sehr leid für dich, mein lieber Gonzo. Der muss doch hier irgendwo stehen im Inventar. Beziehungsweise hier, ne? Das ist er. Ja, jetzt ist er weg. Gut. Dann gucken wir mal hier. Da sind die Blutsäbel. Blutsäbel-Hochwache. Da kommt gleich der nächste angerannt. Wir müssen da wahrscheinlich weiter rein noch. Hat er was dabei? Nee, hat nichts dabei. Blutsäbel-Assassin. Auf in den Kampf. Wie du sagst zu mir, Tagelöhner, du Schwein. Gehen wir da. Ah. Findet eine Möglichkeit, die Blutsäbel-Zeremonie aufzuhalten. Ja, am besten, indem ich alle kalt mache. Könnte ich mir schon vorstellen. Und ich denke mal, es wird auch drauf hinauslaufen. So, wen haben wir denn da unten? Zwei Stück sehe ich nur. Okay, dann nehmen wir dann erstmal den hier. Ziel ist nicht sichtbar. Jetzt muss ich auch noch ganz da nah dran herrennen oder was? Jetzt geht's. So, gleich der nächste. Nichts ungültiges Ziel. Greif den an.
die hätten wir erledigt, aber da unten sind noch mehr, sehe ich gerade. Ach, da sind noch reichlich. Hier, zwei Stück. Okay, dann machen wir mal hier das hier. Erledigt. Der hat auch noch was dabei, aber nur Geld. Und da kann man jetzt gar nicht anklicken. Wenn ich da jetzt weiter reingehe, dann greift uns diese abgequälte Essenz an, das Skelett hier. So, mal gucken hier. Aber ich kann da, wie gesagt, nichts anklicken. Entschuldigung. Ja, ich habe irgendwie so einen Kratzen im Hals. Ich glaube, ich muss mir mal einen Schluck Cola gönnen gleich. Aber wir machen erstmal hier diese zwei Wachen noch. Komm, weiter. So, das sind wir auch erledigt. Jetzt haben wir nur noch die da hinten. Und da sind auch nochmal zwei. Okay. Nein, das ist der falsche. Den hier wollen wir angreifen. Alle erledigt. Ein Priester der Verderbtheit ist angekommen, um die Zeremonie zu schützen. Oho. Ein Named Mob mit einem Sternchen. Das könnte eine harte Nummer werden. Gut, da gehen wir mal am besten. Wie gehen wir denn da vor? Wir werden versuchen, ihn festzuketten. Aber von hier aus treffen wir ihn nicht. Und wenn wir da jetzt da auf die andere Seite laufen, dann wird er uns wahrscheinlich angreifen. Ich gehe mal davon aus. Probieren das mal. Nee, Ziel nicht sichtbar. Wir müssen da näher dran gehen. Ah, und jetzt hat er uns auch gesehen. Mensch. So, komm, haut drauf, Alter. Boah, der hält ja überhaupt nichts aus. Sammelt die Gefäße, die Droglor Pestregen bewacht hat. Machen wir gleich. Und der hat eine Tasche mit Kompost dabei. Was macht er denn mit sowas hier? So, ein Gefäß. Sprecht mit Hakam Rautsee. Das heißt, wir müssen wieder komplett zurück. Wo war denn nochmal diese Hakam Rautsee? Verdammte Hacke. Das heißt aber auch... Ups, da ist noch ein Skelett. Das heißt aber auch, wir können jetzt einfach hier zurückporten. Dann brauchen wir gar nicht zurückzulaufen. Na gut, dann machen wir das eben. So, was haben wir hier? Ruf zur Gildenhalle? Nee, wir haben, nehmen den Ruf zur Heimat. Dann würde ich sagen, gehen wir erstmal Richtung Elderheim und sprechen mit Arinna. Ich weiß nämlich jetzt auswendig nicht mehr, wo dieser Hakam Rautsee zu finden war, verdammt nochmal. Ich meine, es gibt ja nur bestimmte Orte, wo er sein könnte. Ich habe es jetzt leider wieder vergessen. So, Nordkenos, welcome. So, wo sind wir zu Hause? Hier müssen wir weiter rüber. Okay. Ich glaube, es fängt schon wieder an zu dämmern. Wie viel Uhr haben wir denn? Nora-Zeit, 16:58 Uhr. Ja. Und in EverQuest 2 wird es immer sehr schnell dunkel. Ich glaube, um 8 Uhr ist hier schon finstere Nacht. Ich bin mir da gar nicht mehr so sicher, aber ich glaube schon. Und man sieht es ja auch hier am Wetter. Es fängt schon wieder so ganz leicht an zu dämmern. Und kurz vor 5 in Gamezeit. Na gut, aber ich glaube, das Thema hatten wir schon mal. Warum immer die Nacht so früh einsetzen in den Spielen, finde ich ein bisschen blöde. Aber ist egal. So, da vorne geht es auf jeden Fall zum Elderhain. Hakam Rautsee. Man kann natürlich auch die Wachen befragen, indem man den Namen dann eingibt. Und die Wache sagt dann, wo er ist. Aber muss sich da zumindest in dem Gebiet aufhalten, wo dann auch der gesuchte NPC ist. Ansonsten kennen sie den nämlich nicht. Aber das ist auf jeden Fall schon mal ein Vorteil. Oh, der grüßt mich. Er salutiert. Jawohl, ich grüße dich auch, mein Lieber. Ja, ihr seht es schon, wenn ich den anklicke, dann könnten wir jetzt hier rein theoretisch Hakam eingeben. Wir machen das mal. Hakam.
Sigmiak. So, und der befindet sich auch hier. Da wurde nämlich jetzt so eine Leuchtspur gesetzt. Aber ich glaube, der ist da ganz in der Nähe. So, wo müssen wir hier dann jetzt hin? Ach, die sind beide da oben. Okay. Ich laufe jetzt einfach mal zu Fuß durch. Ich habe jetzt keinen Bock, da den Windkommodo auszurüsten. Der Windkommodo zappelt mir eh zu viel rum. Mit dem kann man zwar wirklich gut gleiten und es macht Spaß. Aber wenn man dem zu Fuß da rumläuft, da zappelt er sich einen ab. Das will ich eigentlich nicht. So. Wir sind am Ziel. Fast am Ziel. Ich bin wirklich gespannt, ob wir noch in die Baubelaue reinkommen. Das wäre es natürlich. Ich will da unbedingt rein. Ich will da sehen, was da abgeht. Also die Baubelaue zur Erinnerung ist das Gebiet, das hier direkt im Anschluss angrenzt, aber wir nicht reinkommen. Hier geht's zur Baubelaue. Aber da kommen wir nicht rein. Ich hoffe, dass das eine Instanz ist. Und es war ein sehr schöner Ort. Wir gehen jetzt erstmal hier zu Rinna. Und da sehen wir schon einen anderen Spieler. Kampfmeister Todo, der Aggressor von der Genesis-Gilde. Gut. So, ich krieg das wieder durch. Oh yeah. Ich habe Bauerhelfer getroffen, um herauszufinden, was die fehlende Nahrungsmittellieferung aufgehalten hat. Offenbar haben die Bauern ihre Bezahlung, die sie von der Königin erwarteten, nicht erhalten. Ich musste die Zahlungsermächtigung ausfindig machen und dem angestellten Feld überbringen. Als ich jedoch unterwegs war, um die Bauern auszuzahlen, wurde ich angegriffen. Ah, das war letzte Folge. Am Ende habe ich den Bauern die Bezahlung selbst gebracht, aber dies war eine höchst merkwürdige Wendung der Dinge. So, die hat auch gleich wieder eine neue Quest für uns. Ich klicke das wieder durch. Ich habe den Bauern von Antonika ihr Geld gebracht und die dringend benötigten Nahrungsmittel müssten jetzt nach Kenos geliefert werden können. Es hat sich jedoch herausgestellt, dass ich möglicherweise von dem Angestellten, der mir das Geld für die Bezahlung gegeben hat, in eine Falle gelockt wurde. Ich sollte erneut mit dem Angestellten Feld reden und versuchen, diesem Rätsel auf den Grund zu gehen. Der Angestellte Feld, der ist in Nordkenos. So, aber wir müssen noch, bevor wir dahin gehen, mit Hakam reden. So, ich klicke das auch wieder durch, wie immer. Jawohl. Hakam Rauzi ist sich sicher, dass die Blutzäbel hinter den infektiösen Salbe stecken und hat mich in die Kenos-Katakomben geschickt. Während ich die Blutzäbel in der Gruft des Verrats ausgelöscht habe, konnte ich die Kanopenvasen von Cain Bale beschaffen. Sie haben sie in einer Art dunklen Zeremonie benutzt. So, der hat wieder was Neues für uns. Während Hakam Rauzi sich um die Verwundeten der Angriffe kümmerte, hat er gesehen, wie mehrere Knolle aus dem Weidenwald entkommen sind. Er wird mir ein Vergnügen sein, diese herumwütenden Bestien zur Strecke zu bringen, bevor sie noch mehr Schaden in der großartigen Stadt Kenos anrichten können. So, er schlagt Felspfotenknolle in Eldehain. Aha, hier sind jetzt also Knolle. Da war noch eben noch keine Knolle. Das ist ja mal krass. Komm, wir gucken mal, wo da so ein Knoll ist. Ihr seht, es leuchtet hier alles, wenn man mal auf die Karte guckt. Das ganze Gebiet leuchtet in diesem, ja, Türkis. Das heißt, hier gibt es irgendwo Knolle zu finden. 8 Stück sollen wir erschlagen. Dann gucken wir doch einfach mal nach den Knollen hier. Also Knolle nicht zu verwechseln mit irgendwelchen Knollen, die in der Erde wachsen. Sind sie keine Zwiebeln oder so? Das sind so schicke, ja, irgendwie hundartige Wesen. Da ist schon der erste. Ein Felspfotenknoll. Da unten sitzt auch einer. Was ist denn mit dir hier? Howdy do. Nice to see ya. Da ist er. Ah, wie er rumzappelt. Guckt jetzt auf die Mütze, der Kerl. Das ist auch schon der erste Knoll. Der zweite steht da unten. Den habe ich schon gesehen. Ah, jetzt sehe ich wieder nichts mehr hier. Scheiß Baum. So, du mal lieber. Kein Gegner. Ah, wir müssen wieder näher dran. Gott sei Dank hatte das unter der vorletzten Folge in den Kommentaren gestanden. Sonst hätte ich jetzt schon wieder nicht mehr gewusst. Sonst hätte ich mich schon wieder gewundert, dass wir die Gegner nicht angreifen können. Hält aber viel aus hier. Gut, der zweite von 8. Das heißt noch 6 Stück. So, ich gehe da wieder zurück. Gehe da mal über die Brücke. Da ist bestimmt auch schon wieder gleich der nächste. Die Säcke. Was hat das nur mit diesen Knollen auf sich hier? So,
So, wen haben wir denn da? Elder Turmfalken. Knolle sehe ich momentan nicht. Ah, die sind irgendwo, haben sich verpieselt, die Jungs. Irgendeine Gestehende bestimmt. So, jetzt springen wir hier nochmal rüber. Da. Ein Felspfotenknoll und da schon der nächste direkt. Na, mein Lieber, komm. So, der ist schon hin. Und dann gehen wir auch direkt zum nächsten. Bisschen näher dran noch. Ja. So, noch zwei Stück. Wer steht denn da vorne? Caroline Wu. Was macht denn der Chinese hier? So, ich gehe aber nochmal weiter hier. Es fehlen ja jetzt nur noch zwei Knolle. Das machen wir natürlich in dieser Folge noch. Und da haben wir dieses Thema zumindest schon mal abgeschlossen hier. Ah, was haben wir denn da hinten für schöne Blümchen? Die kenne ich ja gar nicht. Ach, das ist aber nett hier. So, und wo sind die letzten Knolle? Die haben sich bestimmt auch wieder in irgendein Action verpieselt. Mir ist eben schon aufgefallen, dass die Knolle immer nur dastehen, wo keine NPCs sind. Also vielleicht hier hinter oder so? Nee. Nur ein Hirsch. Da sind Wachen hier. Aber keine Knolle. Wo haben sich die Knolle versteckt? Komm, wir gucken da nochmal schnell durch, bevor wir da vorbeirennen. Ah, da ist einer. Es war doch gut, da durchzugucken. So, warte mal. Da war leider nur einer. Oder ist da vorne noch einer? Nee, da stehen Pferdchen. Aber keine Knolle. Hier, Hirsch, was rennst du da so rum? Bleib locker. Ich schuhe dir nichts. Ich gehe nochmal weiter da hinten. Da ist bestimmt noch ein anderer Knoll, der da irgendwo rumsteht, hier in der Ecke oder so. Da. Da haben wir noch einen. Ach, Rente. Warum denn den direkten Weg nehmen, wenn wir auch wunderschön rumrennen? So. Zwei Stück fehlen noch. Hatte ich eben gesagt, hatte ich vorhin eigentlich gesagt, dass nur noch zwei fehlen. Da haben noch vier gefehlt, auf jeden Fall. So, aber da haben wir schon wieder den nächsten. Das heißt, das ist jetzt wirklich der vorletzte. So, du bist erledigt. Ah, wir müssen noch näher dran. Jetzt. Sprecht wieder mit Hakam Rauzi. Und da lebt ein zurückgezogener Mönch. Mhm. Na gut, das heißt, wir müssen jetzt wieder zurück. Und mal schauen, was dann passiert. Ich bin ja, wie gesagt, ich hoffe ja immer noch, dass man irgendwann in diese Baublaue reinkommt. Ich wiederhole mich, ich weiß, aber ich will da unbedingt rein. Okay, das machen wir in der nächsten Folge. Wir sehen uns. Also, macht's gut.